Zeugenaussage, was Larry hörte. Es ist einsam, am Weihnachtsabend allein zu sein. Darum hörte ich eine Anrufershow im Radio, klar? Ich hatte die Lautstärke voll aufgedreht. Aber ich bin sicher, dass ich diesen Schuss hörte. Ich erinnere mich genau daran, was der DJ sagte, als ich ihn hörte. Sie hörten Radio. Sehr laut? Ja, wo ist das Problem? Kann man nicht mehr in Ruhe Radio hören? Ist das kein freies Land mehr? Ich glaube wirklich, dass Larry keine Ahnung hat, wo das Problem liegt. Rechter, glauben Sie auch nur ein Wort von dem, was der Zeuge sagt? Er hörte vermutlich nur einen Trommelrhythmus in diesem Radio. Wohl wahr, es ist schwer, dieser Aussage Glauben zu schenken. Moment, Euer Ehren. Der Zeuge sagte, er erinnert sich genau, was der DJ sagte, als er den Schuss hörte. Entschuldigung? DJ? Ein Ansager. Der Kerl, der im Radio spricht. Wie dem auch sei. Das bedeutet, als er das Geräusch hörte, lief keine Musik. Der DJ spricht nur zwischen den Liedern, also könnte er den Schuss gehört haben. Ich möchte den Zeugen ins Kreuzverhör nehmen, Euer Ehren. Nun gut, Herr Wright. Ich kann nicht glauben, dass ich diese Scharade fortführe. Kreuzverhör, was Larry hörte. Es ist einsam, am Weihnachtsabend allein zu sein. Sie haben also das Radio eingeschaltet. Korrekt. Ich wollte einfach nur eine andere Stimme hören, klar? Sie wissen nicht, wie es ist, am Weihnachtsabend allein da draußen zu sein. Allein! Ich hätte besser nichts gesagt. Darum hörte ich eine Anrufershow im Radio, klar? Erinnern Sie sich zufällig noch an das Programm, das Sie hörten? Das hat mit dem Fall nichts zu tun, Euer Ehren. Einspruch stattgegeben. Der Zeuge hörte Radio. Mehr müssen wir nicht wissen. Sagen Sie uns, Herr Butz, wie laut hatten Sie das Radio in dieser Nacht? Ich hatte die Lautstärke voll aufgedreht. Voll aufgedreht. Ja, klar. Und Sie benutzten Kopfhörer. Yep. Dann konnten Sie doch sicher gar nicht hören, was um Sie herum vor sich ging. Aber ich bin sicher, dass ich diesen Schuss hörte. Können Sie das beweisen? Nein. Nein, natürlich nicht. Nee, ich kann es nicht beweisen. Aber ich erinnere mich deutlich an diesen Moment. Ich meine, während ich darüber sprach, kam alles wirklich deutlich wieder, klar? Ich erinnere mich genau daran, was der DJ sagte, als ich ihn hörte. Was sagte er? Herr Wright, bitte unterlassen Sie diese zwecklosen Fragen. Was könnte es uns wohl nutzen, zu wissen, was ein Radio-DJ sagte? Wohl wahr, Herr von Karma hat recht. Ich erlaube diese Frage nur, wenn Sie mir erklären, warum es wichtig ist. Das ist wichtig. Es ist wichtig, Euer Ehren. Natürlich ist es das. Warum? Nun, woher sollen wir das wissen, wenn wir nicht fragen, hm? Gut, dann bitte. Herr Butz, machen Sie Ihre Aussage. Was sagte der Radioansager, als Sie den Schuss hörten? Gerade als er sagte, hey, es ist fast Weihnachten, hörte ich den Schuss. Sind Sie sicher? Natürlich bin ich das. Sie hatte diese wirklich sexy Stimme. Vielleicht hatte von Karma recht. Ich bin nicht sicher, dass uns das hilft. Dies ist die lächerlichste Zeugenaussage, die ich je gehört habe. Aber es gibt darin einen Hoffnungsschimmer. Ich muss dranbleiben, bis wir endlich wissen, was passiert ist. Ja, denn durch unsere Rückfrage haben wir jetzt etwas herausgefunden. Moment, was hat er gesagt? Hey, es ist fast Weihnachten. Hey, es ist fast Weihnachten. Hey, es ist fast Weihnachten. Hey, es ist fast Weihnachten? Larry, sind Sie ganz sicher, dass es stimmt, was Sie da sagen? Hä? Was ist mit deinem Gesicht los? Du siehst zum Erschrecken aus, Kumpel. Hey, wenn du versuchst, mir Angst zu machen, solltest du wissen, das ist nicht leicht. Stimmt etwas nicht, Herr Wright? Euer Ehren, haben Sie gehört, was der Zeuge gerade sagte? Der DJ sagte, hey, es ist fast Weihnachten, als er den Schuss hörte. Genau. Und? Fast Weihnachten heißt, es war noch nicht Weihnachten. Wissen Sie, was das bedeutet? Als er den Schuss hörte, war es noch Heiligabend. Das scheint so zu sein, ja.
aber das widerspricht den beiden Aussagen, die wir bisher hörten, Euer Ehren. Frau Hart und der alte Mann sagten, sie hätten die Schüsse nach Mitternacht gehört. Mit anderen Worten, als sie die Schüsse hörten, war es bereits Weihnachten. Das ist ein klarer Widerspruch, Euer Ehren. Ruhe! Ruhe! Was bedeutet das? Die beiden vorherigen Zeugen hörten die Schüsse nach Mitternacht. Aber dieser Zeuge sagt aus, er habe einen Schuss vor Mitternacht gehört. Richter, die Antwort ist einfach. Der momentane Zeuge irrt sich ganz eindeutig. Sehen Sie ihn sich nur an. Verdächtig. Was? Nun, Herr Wright, was denken Sie über Herr Butts Behauptung, er habe den Schuss vor Mitternacht gehört? Larry hat recht. Larry hat sich nicht geirrt, Euer Ehren. Er hörte einen Schuss vor Mitternacht. Faszinierend. Ich nehme an, Sie haben Beweise, um diese wilde Behauptung zu untermauern? Zeigen Sie mir den Beweis dafür, dass es einen Schuss vor Mitternacht gab. Und jetzt können wir von Glück reden, dass wir von Lotta dieses zweite Seefoto bekommen haben. Denn... Sehen Sie sich dieses Foto an. Es wurde von der Zeugin Frau Lotta Hart aufgenommen mit ihrer Automatikkamera. Die Zeitangabe auf dem Foto lautet 24. Dezember, 23.50 Uhr. Ach ja? Aber auf diesem Foto befindet sich nichts auf dem See. Euer Ehren, es geht nicht darum, warum nichts auf diesem Foto zu sehen ist. Es geht darum, warum dieses Foto überhaupt aufgenommen wurde. Was meinen Sie damit? Euer Ehren, dieses Foto wurde von einer Automatikkamera aufgenommen. Die Kamera war so eingestellt, dass sie bei lauten Geräuschen ein Foto machte. Aha. Korrekt. Es gab um 23.50 Uhr ein lautes Geräusch auf dem See. Darum wurde dieses Foto gemacht. Mit anderen Worten. Als Larry diesen Schuss hörte, war es auf jeden Fall noch Heiligabend. Das scheint in der Tat der Fall zu sein. Und was sagt uns das? Frau Hart hat ausgesagt, dass sie nach Mitternacht Schüsse hörte. Behaupten Sie, sie hätte sich geirrt? Überhaupt nicht, Euer Ehren. Es ist ein Fakt, dass die Kamera auch um 15 Minuten nach Mitternacht ausgelöst wurde. Euer Ehren, in dieser Nacht gab es zwei Schussfolgen mit 25 Minuten Abstand zueinander. Warum sollte das so sein? Lassen Sie sich nicht hereinlegen, Richter. Die Kamera war so eingestellt, dass sie auf laute Geräusche reagiert. Ja? Es gibt keinen Beweis, dass das laute Geräusch um 23.50 Uhr ein Schuss war. Vielleicht hat der Zeuge genießt und so die Kamera ausgelöst. Hey, meine Nase war in dieser Nacht sauber, Mann! Sauber! Nun, Herr Wright, es gibt jetzt kein Zurück mehr. Können Sie beweisen, dass das laute Geräusch um 23.50 Uhr wirklich ein Schuss war? Bitte zeigen Sie dem Gericht entsprechende Beweise, sofern Sie welche haben. Ja, natürlich haben wir den Beweis, denn irgendwie... Moment. Irgendwie komme ich jetzt nicht mehr dahin. Warum komme ich jetzt nicht mehr dahin? Dieses Problem hatte ich jetzt vor kurzem schon mal. Irgendwie, ich drücke nach rechts und jetzt geht's wieder. Das ist komisch. Manchmal macht er dann sofort auf die andere Bildschirmseite und dann auch wieder nicht. Na gut, Hering ärgert sich mit der Wii-Steuerung herum, aber wir wollen eigentlich einfach nur die Pistole präsentieren, denn, was steht denn da? Das ist uns vielleicht schon am ersten Prozesstag aufgefallen. Sie wurden dreimal abgefeuert. Dies ist mein Beweis. Die Mordwaffe? Etwas an dieser Pistole hat mich gestört, Euer Ehren. Beide Zeugen gestern haben ausgesagt, sie hätten zwei Schüsse gehört. Doch die Mordwaffe ist dreimal abgefeuert worden. Wann also wurde der letzte Schuss abgefeuert? Erst jetzt habe ich die Wahrheit erkannt. Der dritte Schuss war der Schuss, den Larry vor Mitternacht hörte. Ruhe! Ruhe! Das würde einen Sinn in die bisher gesehenen Beweise bringen. Wie auch immer. Nun frage ich mich, was genau in dieser Nacht auf dem See geschehen ist. Genau. Ist es wahr? Ist es wahr? Ja, ist es wahr? Wahr ohne H. Ist es wahr, wurde zu zwei Zeitpunkten geschossen, mit 25 Minuten dazwischen. Einmal um 23.50 Uhr, ein weiteres Mal um 15 Minuten nach Mitternacht.
Warum, frage ich Sie dann. Warum? Oh oh, jetzt muss ich mir schnell etwas einfallen lassen. Ein Moment. Schüsse mit 25 Minuten Abstand? Ah! Was ist los, Nick? Ich habe es. Ich habe es. Hä? Erinnerst du dich an den Fall mit dem Steel Samurai? Hä? Ja, sicherlich erinnere ich mich. Der Mörder in diesem Fall hatte die gleiche Idee wie der Mörder in dem Fall. Was meinst du? Maya! Ja? Wenn wir das jetzt nicht herausbekommen, werden wir den Schuldspruch nicht abwenden. Ich habe so eine Ahnung und werde entsprechend handeln. Okay, ich meine, ist das sicher? Sicher? Wir haben bereits den Schuldspruch. Wir haben nichts zu verlieren. Sieh einfach zu und sag mir, wenn ich etwas sage, das komisch klingt, okay? Okay, Nick.